Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Texit. In der letzten Folge haben wir diesen massiven Schmelzofen gebaut. Massiv kann man da eigentlich gar nicht mehr sagen, weil so wie der ausschaut, ist der nicht nur massiv, sondern auch einfach extrem massiv. Aber in dieser Folge kümmern wir uns wieder um Strom. Um stromtechnische Probleme, und zwar für das Teil da vorne. Das wollten wir schon immer zum Laufen bringen und jetzt haben wir die Möglichkeit dafür. Denn wir haben Enderperlen und wir hatten auch irgendwo Lohn. Also dieses Zeug, was man da hat, ne? Das da hier. Dann nehme ich mal zwei. Einfach mal, weil es mich interessiert, ob das funktioniert. Wir haben hier oben so einen schönen Grinder. Was ist denn das? Zinnorb. Oh. Ist es besser? Oh, da kriegt man um einiges raus. Denn wir müssen jetzt schauen, das ist, ich weiß nicht, das war irgendwas mit Energie. Energie. Da brauchen wir Energy Bridge, das Teil hier. Und dafür brauchen wir das Enderauge. Ja, dafür sind wir doch jetzt bestens gerüstet, meine Freunde. Also besser kann man ja sozusagen auch sagen, geht es einfach nicht mehr. Hier ein schönen Lohnstaub, eine Enderperle und wir haben das Enderauge. Dann holen wir uns auch ein bisschen Eisen. Ein bisschen ist gut gesagt. Wir holen jetzt mal ein Stack noch raus. Und dann machen wir... Ah, warte mal. Stopp, bevor wir das machen. Nie verschwenden. Und es könnte sein, dass wir hier noch irgendwo Gitter rumliegen haben. Weil ich die bestimmt schon mal gemacht habe. Yep, ich bin schlau. So. Und jetzt haben wir eine Bridge. Und diese Bridge wird uns jetzt helfen, erstmal schlafen zu gehen. Ja, so kann das auch gehen, ne? Also, diese Bridge ist die Verbindung zwischen unserer Energieart und der Energieart von dem Teil hier. Also von dem Quarry. Bedeutet, rein theoretisch muss ich hier, warte mal, abbauen. Tun wir das Ganze weg hier. Ist ja alles jetzt veraltet. Rein theoretisch können wir nachher solche Sachen machen, aber man könnte hier sozusagen dann die Bridge irgendwie hinstellen, oder? Weil ich würde gerne nur mit den anderen Kabeln arbeiten. Bedeutet, ich würde rein theoretisch die Bridge hier hinstellen. Und daneben dann die anderen. Warte mal, wo haben wir denn die? Wir können auch die restliche Erde mal in den Schmelzofen machen. Zack. Schmelzen wir Erde, weil da draußen mal eine schöne... Klumpen, mit denen wir arbeiten können. Warte, wo hatten wir die denn? Wo waren denn die Teile? Mein Gott, ich habe sie doch hier. MJ und FE. FE to not ultimate to required that claim to require FRF. Use a wooden Kinsey pipe to extract power from the block. Okay, und die habe ich sicherlich auch schon irgendwo gelagert. Und lass mich raten, da war ich so schlau und hab's da reingegeben. Hölzerne Elektroleitung. Also brauche ich mindestens ein Kabel davon. Okay. Oh Gott, ich muss noch eine Leitung bis dahinter legen. Das war mal wieder eine schlaue Idee von mir. Obwohl, wir könnten echt einen billigen Generator hinsetzen, der mehr Energie produziert als der hier. Aber das ist der MJ. Der braucht einen Wooden Kinsey Pipe. Dann kommst du hier hin. Und die Bridge, die kommt dazwischen. Dann kommt das Teil hier hin. Und zieht dann dort die Energie raus. Und jetzt bräuchten wir noch einen Energy Generator oder so. Ein Generator. Schauen wir, Simple Stirling Generator. Habe ich den noch auf Lager? Habe ich jemals so einen gebaut? Ich habe gleich direkt mit dem Mathematic gearbeitet, ne? Könnte mir so einen Furnace Generator noch locker bauen und easy. Also den kann ich locker noch bauen, den Furnace. Der geht easy und schnell. Ich mag mal wissen, ob das funktioniert. Also erstmal mal mein Test. Ob das so funktioniert, wie meine Idee da funktioniert, auch in meinem Kopf. Bedeutet, wir brauchen einen von den Maschinenblocks. Wir haben ja noch zum Glück die Maschinenblocks. Das ist ja eigentlich das Geilste. Und ein bisschen Redstone. Um genau zu sein, zwei. Bedeutet, wir müssen diesen, wo ist er denn? Das ist ein Survival Generator. Das ist der Stirling, oder? Wir nehmen einfach mal hier. Und dann den Furnace Generator. Was fehlt denn noch? Ah, der Ofen. Hat jemand was von Ofen gesagt? Aber ich noch eine Lager.
Oh, schaut nicht so aus. Dann machen wir schnell einen offen. Also nicht nur. Die Dummheit-Hits von 2000. So, haben wir noch Holz oder irgendwas, was wir bepowern können, ohne zu viel zu verbrauchen jetzt im Moment. Das ist gleich eine der dümmsten Fragen, die man stellen kann, oder? Aber wir probieren es trotzdem. Einmal, ich mag es wenigstens probieren, ob das so funktioniert, wie ich mir jetzt erhoffe. Weil das wäre genial, wenn es so easy funktioniert. Vor allem, weil die Energie viel nachhaltiger ist, als die, die wir da produzieren, wenn ich mich nicht irre. So, er produziert auf jeden Fall. Und er schiebt durch. Ja, dann fahr mal. Ist das nicht genug Energie, wie der reinkommt, wie scheint? Aber er läuft voll auch, oder? Nee. Also auch nicht unbedingt, das generates 3000 RF pro Tick. Wird auch nicht unbedingt die beste Energiequelle, die wir haben können. Er läuft zwar schon, aber auch nur so. Rein theoretisch wäre so ein Magnet. Vergessen wir es einfach, oder? Heated Redstone. Der wäre aber auch interessant, aber kostet halt verdammt viel Redstone. Ender Generator. Was sind denn das für Sachen? Potion Generator, Pink Generator, Overclocked Generator. Explosion Generator. Ach du Scheiße. Nether Star. Frosty, Undeath, Dischanted, Slimy Generator. Das hört sich interessant an. Wir haben gleich noch voll viel Slime eigentlich auf Lager, aber ja. Es funktioniert auf jeden Fall. Bedeutet, haben wir noch das Gold auf Lager? Bestimmt. Haben wir erst Gold gebrannt? Ja, sicher. Brauchen nur noch zweimal Redstone und Lava einmal. Ja, den können wir uns noch schnell leihen. Sicherlich irgendwo. Wir brauchen dringend mal irgendein Pumpensystem, um das Ganze zu machen, weil ich will nicht da drunter laufen. Eine Pumpe und eine Leitung nach oben oder sowas in der Art. Irgendwas in der Art brauchen wir eindeutig, weil ansonsten drehe ich hier irgendwann durch. Durch oder so, ne? Kann ich mir oben noch vielleicht einen leihen? Ich mag nur sehen, wie gut das... Ich mag nicht sehen, wie die Lava in dem Fall hält, ne? Und da können wir den Tank vielleicht auch mal erweitern. Oder es halt einen großen Tank mal unten nehmen. Irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass die Leitung nach unten... Aber das ist eines der nächsten Projekte. Vielleicht bauen wir so einen Bohrturm oder sowas. Wo wir sozusagen die Lava nach oben pumpen. Der läuft auf jeden Fall relativ flott jetzt. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Jetzt kommt er wieder auf diesen Basaltstein. Wenn er da wieder 3 Jahre hängt, dann ist es klar, dass das nicht funktioniert. Er bohrt schon wieder 3 Jahre, habe ich das Gefühl. Das ist ein ekliges Material. Ist das nicht der Himmelsstein? Warte mal. Da ist ein Asteroid da unten abgestürzt. Jetzt weiß ich, warum der so lange braucht. Ja, klar. Das ist eine Verbrauchstonne. Oh, Gottes Willen. Warum habe ich keinen Fallschaden erhalten? Ist es von der Energie abgegangen? Warte mal. Ich kriege keinen Fallschaden. YOLO, ich krieg kein... Was? Hi, Emeralds. Ich krieg kein... Was? Meine, hä? Ich krieg... Absolut... Was? Ich bin general verwirrt hier. Wie kann ich keinen Fallschaden kriegen? Ist das echt an den Boots? Das... Wow, das ist geil. Kein Fallschaden. Gut zu wissen, ich habe jedes Mal Schiss gehabt bei einer blöden Brücke. Oder ich werde vielleicht mal, oder was können wir zum Beispiel bauen, dass ich mir eine Zeit... Das ist auch wieder schnell leer und man muss ja irgendwie das auch aufrechterhalten. Mal schauen, mal, der hat jetzt erst den zweiten Block am Himmelsrand vernichtet. Jetzt geht er wieder, aber sobald er wieder auf den Himmelsrand trifft, ist es wieder eine heidene Arbeit. Aber praktisch, dass wir davon auch was haben.
Dann würde ich mal sagen, die Tanks. Von wem waren denn die Tanks? Oder haben wir vielleicht so einen Tank allgemein, wo wir Lava reinpumpen können? Flüssigkeitstank, der ist von Galactic Craft, also Eisentankanzeige. Multiblock, variable Größe, Hohlraum, Höhe, bla, Abmessung. Stahltankanzeige. Tragbarer Tank. Mein Handy geht gerade voll ab irgendwie. Warum geht mein Handy ab? Guck mal, Endertanks. Obsidian, Kessel, weiße Wolle. Auf jeden Fall könnte man einen davon bauen. Dann müssten wir unten nur eine Pumpe aufstellen. Und einen großen das ermöglicht neue Möglichkeiten, meine Freunde. Neue Möglichkeiten. Wie viel Lohn haben wir denn noch? Was? Zwei Enderaugen habe ich auch noch. Weil wir brauchen nur Wolle und den Kessel. Und der Kessel geht easy, oder? So ein Kessel ist ja einfach nur das da, oder? Das, wisst ihr, was das heißt? Das wären unbegrenzte Mengen an... Nee, das ermöglichst du mir jetzt gerade nicht ernsthaft. Spiel, du bist jetzt nicht so gnadenvoll, dass du... Nee. Was? Die zwei Obsidian, warte mal. Die sind hier bestimmt irgendwo im System. Alter. Ich habe doch erst Obsidian. Alter, wie als ob ich das geplant hätte. Ich bin gerade... Was? Dass sich das aus... Ich sehe, will es erst sehen. Leute! Wir haben die ultimative Macht! Wir haben einen kodierten Endercode, Endertank, oh Gottes Willen! Ihr wisst, was das heißt, Freunde, ihr wisst, was das heißt. Ab in den Nether, Pumpe, 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 Pumpe. Bitte sagt, dass es Pumpe gibt, Pump, Pump. Eine Mana-Pumpe? Nee. Eine Pumpe von Buildcraft. Easy. Easy, oder? Glas. Easy. Ja, easy. Bedeutet, die stellen wir im Nether auf. Dann nehmen Lava-Generator. Ich sehe schon, was wir nächste Folge machen, Leute. Ich sehe schon, was wir nächste Folge machen. Und das wird genius. Genius wird das, meine Freunde. Wir brauchen einmal ein Teil von denen hier. Glas haben wir auch noch tonnenweise. Warte mal, das ist dann also so, oder wie? Ja, perfekt. Davon brauchen wir zwei Stück. Das Ding pumpt uns dann die Lava raus. Oh, geil. Ein Eimer brauchen wir und einen Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Tun wir schon mal den Maschinenblock nochmal raus, weil ich werde mir relativ sicher sein, dass wir nicht nur die Pumpe brauchen, sondern dass wir uns nochmal einen Generator bauen müssen. Einen guten Generator, aber wir brauchen hier nur noch weitere. So. Oh, das macht gerade alles. So, jetzt brauchen wir nur einen billigen. Da haben wir noch viermal. Warte mal. Sieben, dann haben wir acht davon. Und wir brauchen nochmal vier von dir. Dann machen wir uns nochmal einen Ofen. Und dann müssen wir doch den normalen Furnace Generator schon bauen können, ne? Und dann mit dem Gold. Ah, dafür brauchen wir wieder einen Lava-Eimer. Ach komm, scheiß drauf. Egal was ist, wir haben so oder so genug Lava für die nächste Zeit dann. Das ist jetzt gerade irgendwie unglaublich, aber wir haben es geschafft. Wir haben das, die unendliche Energiequelle gefunden. Mit den drei Sachen, vier Endertanks, einem Magnetic Generator und einer Pumpe, können wir die Lava aus dem Nether pumpen, die unendlich ist, und überall reinsetzen. Wir haben dann dafür genug, wir haben unsere Stromversorgung, wenn ich es hinkriege, Leute, ich schwöre es euch, wenn ich es hinkriege, dass ich diesen Aufzeichnen-Mod hier kriege, bedeutet, dass wir aufzeichnen, dass wir sozusagen aufzeichnen, während ich was baue zum Beispiel, dann wird so eine Bau-Vorzeige mal kommen, wo wir hier was Gescheites aufstellen und alles.
Aber bis dahin würde ich sagen, in der nächsten Folge tun wir uns die unendliche Energiequelle endlich besorgen. Es ist dann endlich soweit. Aber dafür müsst ihr euch noch eine Folge gedulden. Also, bis dann. Ciao!